Hallo liebe Leute, heute wirklich mal ein kurzes Video. Und zwar geht es um das Thema therapeutisches Kampfkunsttraining. Was kann man sich darunter vorstellen und warum macht man das überhaupt? Ich habe einfach in den letzten Jahren erfahren und gemerkt, also Kampfkunst, Kampfsport mache ich ja schon seit ich 4 bin, also schon eine Ewigkeit. Meine Ausbildungen als psychologischer Berater und Psychoneuroimmunologe, die haben natürlich die letzten Jahrzehnte mir ganz viel Einblick in die Psyche gegeben, beziehungsweise habe ich die Ausbildung deshalb gemacht, weil es für mich immer schon ein wichtiges Thema war. Und ich oft gefunden habe, auch als Sportwissenschaftler, man arbeitet oft an den Menschen vorbei, wenn man den wichtigen Bereich der Psyche eben ausklammert. Also therapeutisches Kampfkunsttraining, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen einer Therapie und einem normalen Kampfkunsttraining. Ich würde sagen, es ist vor allem für Personen, die entweder Angst haben, weil sie einfach auch spüren, dass sie körperlich vielleicht sich nicht wehren könnten oder dazu wenig Ressourcen haben, auch für Menschen, die vielleicht Gewalterfahrungen haben, gehabt haben, gemacht haben, kann das ganz wertvoll sein. Denn eben sozusagen als Schnittstelle ist es sehr oft so, dass in einer normalen Psychotherapie oder psychologischen Beratung sehr viel Gesprächstherapie gemacht wird, was ich gar nicht schlecht reden will. Es hat genauso seinen Platz und hat auch seine Effekte. Aber es ist oft ein bisschen abstrakt und da versucht zwar heutzutage jede Therapierichtung versucht, ressourcenorientiert zu arbeiten, aber es ist oft so ein bisschen ein Lippenbekenntnis bzw. etwas Mentales. Man sucht Ressourcen, aber man spürt es oft nicht. Und ein reines Kampfkunsttraining andererseits, das nimmt da natürlich keine Rücksicht drauf. Und das heißt, da ist ein normales Gruppentraining und da wird halt einfach Kampfkunst trainiert. Und das kann für manche selber fordernd sein, die vielleicht schon Gewalterfahrungen gehabt haben, dass man sie einfach dann wieder sozusagen mit dieser Körperlichkeit unmittelbar konfrontiert. Und da wäre eben ein therapeutisches Kampfkunsttraining genau die Schnittstelle, wo man sagt, man ist nicht rein in einem Gesprächssetting, wo man über etwas spricht, sondern man hat eben auch das, dass man in die Körperlichkeit, in die Kampfkunst reingeht, aber eben auch nicht so überfordernd, dass man da jemanden reinschmeißt, der vielleicht eben Gewalterfahrungen hat und da völlig überfordert wäre oder der dann anfängt dissoziieren sogar, weil er nicht mehr in der Situation bleiben kann. Und genau da wäre es in einem Einzelsetting natürlich super. Ich biete jetzt momentan ausschließlich in einem Einzelsetting an, eben, damit man da auf jeden individuell eingehen kann. Aber es kann eben eine ganz starke Form der Beschäftigung mit dem Thema sein, weil eben sozusagen da beide Teile der Therapie und der Kampfkunst eben zusammenfließen. Ja, wenn es interessiert und wer sich angesprochen fühlt, der kann sich gerne bei mir melden. Und sonst könnt ihr euch auch gerne bei mir melden, wenn euch die anderen Themen interessieren. Natürlich immer. Ups, mein Handy fällt fast dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.